Ferien am Strand, Füße im Sand und das Club-Sandwich in Hang. Genau das brauche ich jetzt. So, ja, jetzt sind die Pfanne schön erhitzt und jetzt brate ich den Speck knusprig anbraten. Wenn der Speck schön angebraten ist, nehme ich ihn raus und lege ihn hier auf das Haushaltspapier, damit er abtropfen kann. Und den Rest des Fett putze ich dann schnell so ein bisschen weg. Und dann würze ich das Poulet mit Salz und Pfeffer. Und brate das dann ebenfalls in die Pfanne ca. 4 Minuten anbraten. So, mein Poulet ist jetzt durch. Jetzt lege ich es hier auf die Seite auf einen Teller und lasse hier einfach noch etwas durchziehen. Je nachdem, wie dick das Poulet ist, variiert es von der Garzeit her. Und dann braten wir die Eier beidseitig anbraten, damit das Eigelb etwas fest wird und es dann beim Sandwich nicht drüber ausläuft. So, die Eier sind fertig. Jetzt gehe ich schnell hinter den Toast, bevor ich die Soße mache. Ich tue das hier in meinen super Toaster. Da werden viele neidisch, wenn sie diesen Toaster sehen. Aber er ist leider nicht erhältlich, also nicht erwerbbar. Das ist meine. Das Mise en Place für meine Soße habe ich hier parat und ich tue jetzt einfach alles zusammenmischen. Eine selber gemachte Barbecue-Sauce ist sowieso viel besser als eine gekaufte. Und ich habe in mir noch Peperoni, frische Zwiebeln und Thymian drin. Jetzt kommen wir hinter die Schichten von unserem Club-Sandwich. Für das streichen wir auf jeden Boden ein bisschen sauren Halbrahm. Und dann nehmen wir das Poulet. Ich habe das jetzt in feine Tranchen geschnitten. Legen wir das einfach schön drauflegen. Dann von der selber gemachten Barbecue-Sauce schön verteilen. Dann ein bisschen Eisbergsalat, zwei Tomaten, dann das Ei, ein bisschen vom Speck und dann noch zwei Gräserzerscheiben. Voilà. Das ist mein Deluxe Club Sandwich. Es schmeckt viel besser als der Strandbar, nur das Meerfeld noch.